Naja, dann lass den halt abtreiben. Komm, wir machen uns wieder vom Acker. Wo auch immer dieser mysteriöse Acker sein mag, von dem man sich immer macht. Irgendwie möchte ich einen Blick auf die Karte werfen und soll ich vielleicht irgendwann mal mit dem Jarl von Weißlauf sprechen? Irgendwann einmal? Schaden kann es wahrscheinlich nicht. Komm, ich spreche ihn mal an. Und zu Aela muss ich auch zurückkehren. Von daher, gleich zwei Dinge in einer Stadt zu erledigen, da kümmern wir uns mal fix drum. Gibt schließlich auch Fixkosten, um die man sich kümmern muss. Fixkotzen. Das ist ganz wichtig. Man muss vorher ein Fixkotzen festlegen und man darf nicht über die Menge hinaus kotzen. Das ist besonders, wenn man vielleicht ein bisschen viel saufen will auf einer Party oder so, ist das gut, wenn man das vorher festlegt, das Festkotzen. Das Fixkotzen. Guten Tag, die Herren. Lassen Sie mich bitte einmal durch. Ich muss Arzt. Ich bin durch. Sag mal, wie ewig liegt dieser tote Kultist hier rum? Doch schon seit Mittwoch bestimmt. Der wird doch schlecht. Friert den doch mal weg. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab. Wegfrieren ist auch so ein Wort, so ein Begriff, der kaum noch benutzt wird. Heute sagen sie alle einfrieren. Wegfrieren. Klingt viel schöner. Kommt, Kinder, wir frieren noch was weg. Oh, guck mal, wer nicht mehr hier ist. Heimskrill, wo ist der denn? Schlafen gegangen? Egal, ich bete trotzdem mal eine Runde zu Talos. Auch wenn es verboten ist, aber pscht. Ihr sagt es ja nicht weiter, ne? Dass ich gerade zu Talos gebetet habe. Das darf nämlich keiner erfahren. Ist geheim. Die Leute beten doch eh alle zu Talos hier. Ist doch eh immer das Gleiche. So, ich sollte doch zu Dings zurückkehren. Ach, sie ist im Keller. Natürlich. Die verschanzt sich wieder im Keller. Im Gewölbe sozusagen. Im Kellergewölle, das die Eulen ausgewirkt haben. Das gute alte Kellergewölle. Wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich was anderes an dessen Stadt. So, hier, Dings, sag doch mal. Was steht hier in meinem Heim rum? Was hast du hier denn? Guck mal, wie das hier aussieht. Um die Krieger von Jorvaskere, solange ich zurück. Ja, und musst du hier gleich so eine Randale veranstalten, dann es auf den Boden schmeißen? Was soll denn das? Hier, den D3-Herz nehme ich lieber mit, sonst schmeißt du es auch noch hin. Wie sieht denn das hier aus? Wie bei Hempels während der Kiefer-OP. Noch ein bisschen Gold. So, ich hatte was sowieso, ja, wollte ich zu Aioli gehen. Hey, aufwachen. Hey! Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Das Geschenk des Beastblues möchte ich ganz sicher nicht zurückgewinnen. Ich soll zu dir zurückkehren. Warum? Irgendwas also sagt, gut. Ich soll zu dir zurückkehren. Aber warum soll ich zu dir zurückkehren? Also gut. Warum soll ich dich denn ansprechen? Nach nichts. Ja, super. Das ist ja hilfreich jetzt. Ich hatte doch aber einen Auftrag angenommen. Ihr müsst euch noch beweisen. Suche nach Aalen. Seid ihr nicht gerade für Farkas unterwegs? Kommt zu Farkas. Mir, wenn ihr damit fertig seid. Da muss ich erstmal zu Farkas und das zurückgeben. Stand Farkas oben rum, oder? Das ist Vilgas. Ja, Farkas stand oben am Eingang. Ah, da muss ich nochmal zu ihm zurück. Aber warum zeigt er denn Aioli an, wenn ich das bei Farkas abgeben muss? Das ist ja auch eigenartig. Ich hatte doch diesen Schneebären getötet. Das war doch der für Farkas, ganz sicher. Wenn ich mir da nicht täusche. Und ich täusche mir selten. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. So, da geht jetzt nur, folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Das ist doch alles... Ich wollte doch den Auftrag abgeben. Pöter nicht. Gehe ich halt wieder, wenn ihr alle verbuggt seid. Bitteschön. Gehe ich halt zum Jarl. Der hört mir immer zu. Der hat immer ein offenes Ohr für mich. Ich muss den sowieso fragen, ob ich mal seinen schnaften Tempel da oben leihen darf. Um da eventuell
Sieht geil aus, ne? Um da eventuell so einen kleinen Drachen einzusperren. Ist mir auch gerade aufgefallen, dass der Baum jetzt wieder so schön, schön blüht. Dank mir. Haben die echt so einen, mit so einem Tropfen Baumsaft, den ich mir gekrallt habe, den wieder zum Leben erweckt. Finde ich geil. Finde ich extremst geil. Wie der so schön wieder blüht hier. Guck mal. So schön matschige Texturen, die da dran rumwippen. Ach, herrlich. Braucht ihr ein neues Schwert? Das sieht man ja heutzutage kaum noch an anderen Orten. Schöne matschige Texturen. Huh? Was wollt ihr, Barde? Ich will baden. Ja, im Wasser will ich baden. Muss erstmal mit Onkel Hotte hier reden. Muss mir mal echt die Burg ausleihen. Na? 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 Ah ja, geht doch. Hey Jarl! Sag mal, was sitzt der denn hier rum? Sitzt du nicht auf deinem Thron? Balgruf. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Das mögen sie. Ich brauche eure Hilfe. Ich muss einen Drachen in eurem Palast fangen. Ich muss mich wohl verhört haben. Nein. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Das ist ziemlich exakt genau das, was ich gesagt habe. Ihr wisst, ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Natürlich. Ihr habt ja bereits Weißlauf vor diesem Drachen gerettet. Ich habe euch viel zu verdanken. Alles hast du mir zu verdanken. Nicht. Wieso sollten wir einen Drachen ins Herz meiner Stadt lassen, wo wir uns doch bislang alle Mühe gegeben haben, sie fernzuhalten? Weil. Die Gefahr ist wesentlich größer, als ihr glaubt. Alduin ist zurückgekehrt. Alduin? Der Weltenfresser selbst? Eben jener. Wie können wir gegen ihn kämpfen? Bedeutet seine Rückkehr nicht das nahende Ende der Welt? Ich bin ein Drachenblut. Es ist mein Schicksal, ihn aufzuhalten. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich habe gehört, die Graubärte hätten euch gerufen. Mir reicht das. Na, wenn du so einfach zufriedenzustellen bist. Was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? So sieht's aus, ja. Das ist die einzige Möglichkeit, Alduin zu finden, bevor es zu spät ist. Dann wird Weißlauf euch zur Seite stehen, Drachenblut. Drachenblut. Wir werden das Risiko eingehen und Ruhm ernten. Blute viel im Rachenraum. Sei es im Sieg. Oder in der Niederlage. Okay. Also, wie lautet der Plan? Wie wollt ihr einen Drachen denn in eine Falle locken? Also, folgendermaßen. Ich weiß noch nicht, aber ich kenne ein paar Leute, die mir helfen können. Oh, nun, das überlasse ich euch. Ich vertraue darauf, dass ihr wisst, was ihr tut. Ist vermutlich besser so. Dadurch habe ich etwas Zeit, mich zu vergewissern, dass die alte Falle immer noch funktioniert. Um den Männern Bescheid zu sagen. Gut, 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 gut. Die Drachenfeste wurde gebaut, um einen Drachen einzusperren? Der Legende nach. Obwohl ich nie versucht habe, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Warum denn nicht? Nur interessant. Jarl Olaf Einauge war das. Er wurde später Großkönig. Es heißt, er habe ihn mit Hilfe eines Schreis bei einem Duell auf dem Gipfel des Antor unterworfen und ihn dann nach Weißlauf gebracht. Numinex war der Name des Drachen. Der Schädel, der den Hauptsaal ziert, ist seiner. Geil. Seid ihr denn bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? Wir werden bereit sein, keine Angst. Aber ihr habt doch einen Plan parat, um tatsächlich einen Drachen in diese Falle zu locken, oder? Ja, sicher, klar doch. Ja, dann sag ich mal danke für die Info. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu... Guck mal, das ist der Kopf von Numinex. Wissen wir jetzt auch, dass der Numinex hieß. Der gute alte Numinex. So, ich guck mal kurz. Erlerne den Schrei, mit dem man Oderwing rufen kann. Esbern oder Paternax können dir mir sicher dabei helfen. Ja, warum rede ich dann nicht mit Paternax? Hui. Hui. Was haben diese Akademie? Was? Diese Akademie-Magier? Was wolltest du gerade über die lästern? Bin da nämlich zufällig der Chef an der Akademie. Der sogenannte Akademiechef der Akademie. Früher war ich auch ein Abenteurer. So, was zeigt ihr mir denn an, wenn ich das sage? Bringe einen Begleiter zum Delfin, das muss ich ja auch noch. Wer will mich denn hier in der Stadt begleiten? Dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Will mich hier nicht irgendjemand begleiten?
Hui, hui, hui. Ach, macht das Spaß. Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz... Schrei doch nicht so rum. Ich bin doch hier der Chef von den Gefährten. Ich kann doch sicher einen Gefährten bitten, mir zu folgen, um ihn zum Delfin zu bringen. Das geht doch sicher. Da habe ich ihm richtig Bock drauf, den einen zu bringen. Ich dachte, die lungern hier draußen rum. Aber ich will nicht einen von den Chefs von den Gefährten nehmen. Also von den Obersten sozusagen, weil die brauche ich vielleicht noch für Aufträge und oder ähnliches. Aber den guten Farkas, den könnte ich ja bitten, mir zu folgen. Wilkas hat gesagt, ihr seid der neue Kodlak. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ihr scheint ehrbar zu sein und das ist gut. Das ist gut. Mhm. Ah, da kommen sie doch. Guck mal, wie wär's denn mit... Wer ist ein Torwart? Oh, ihr habt also jetzt das Sagen. Gut, gut. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Wollen wir keine Zeit. So, den nehme ich jetzt mal mit. Und der kann sich mal den Klingen anschließen. Mal sehen, ob das was wird. Du folgst mir noch, ne? Folgst du mir noch? Gut. So, wir gehen dann nämlich mal... Tempel der Himmelszuflucht. Genau dahin. Da gehen wir hin und dann liefere ich dich da mal ab. Und dann wollen wir doch mal sehen. Wollen wir das doch mal. Oh, guck mal. Truhe. Ach, nur Müll. So, komm mit rein. Hier ist der Eingang. Flup. Sehen, was der Delfin dazu sagt. Der ist sicher höchst erfreut, mich mal wiederzusehen. Und gibt dann eine geckernde Quietschlaute von sich, so als Delfin. Delfin? Ach, guck mal, immerhin haben sie hier ein bisschen eingedeckt. Das sieht doch ganz nett aus. Und wieso stehlen? Ich dachte, ich bin hier der Boss von den Klingen. Wo ist denn der Delfin? Bin ich doof? Draußen. Na, bitteschön. Was lungert die denn draußen vor der Tür rum? Ist doch kalt da. Die holt sich noch was weg. Ist nämlich immer so. Ist mal wieder typisch dann. Komm, feiner Delfin, da hinten. Was steht die hier rum? Früher habe ich davon geträumt. Oh, wie schön. An einem Ort hoch oben. Auf einem Turm oder einem Berg. An diesem Ort zum Beispiel? Es war immer kurz vor Sonnenaufgang. Oh, der Himmel ist schön. Die ganze Welt lag in Dunkelheit. Der Himmel ist schön. Dann kam der Lichtblitz. Nur am Horizont, inmitten der Wolken, die die Grenze zwischen den Welten bilden. Es hätte ein Blitz sein können, aber der Donner fehlte. Im Traum wuchs die ungute Vorahnung, aber ich konnte nie aufwachen. Niemals konnte er aufwachen. Und dann nochmal, dieses Mal deutlicher, näher. Jetzt war es ganz bestimmt kein Blitz mehr. Es war orange, intensives Orange, die Farbe von Glut und Sonnenaufgang. Vielleicht war es der Sonnenaufgang. Und auch ein Geräusch, deutlich. Der Sonnenaufgang macht auch immer Geräusche, oder? Ich habe lange keinen mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. Da schlafe ich für gewöhnlich. Sollte, aber im Traum gelingt es mir nicht. Ich möchte meinen hochgelegenen Ort verlassen. Schutz suchen. Wovor? Sie guckt auch schon genervt. Oh, der sabbelt sich ja wieder einen ab. Wie in Träumen üblich gelingt es mir nicht zu entkommen. Ich muss warten und zusehen. Und am Ende Erkenntnis und Schrecken Hand in Hand. Das Orange ist Flamme, Hitze, das Geräusch ein Brüllen. Ja, ich weiß, er kommt bestimmt gleich zum Punkt. Wir hören ihm noch einen Moment zu. Aber jetzt ist es zu spät für die Flucht. Der Drache erreicht mich. Feuer und Finsternis schießen auf mich herab wie ein Blitz. Und es ist nicht das Nordlicht da oben. Es ist Alduin, so ein bisschen blaue Streifen, ne? Der Drache, der die Lebenden und die Toten gleichermaßen verschlingt. Und dann machte ich auf, in der Hoffnung, dass alles nur ein Traum gewesen war, aber im Wissen, dass dem nicht so ist.
Na, du erzählst ja Debris-Geschichten. Ja, und? Wir wissen von Parthornax. Ja, okay. War ja auch kein Geheimnis. Er ist in Wahrheit ein Drache, aber er hat mir trotzdem geholfen. Schon gut. Wir haben seine Hilfe gebraucht. Aber jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Und es ist höchste Zeit, dass ihr für seine Verbrechen bezahlt. Was? Und er ist nicht irgendein Drache. Er war Alduins rechte Hand. Ja, aber jetzt ist er doch auf unserer Seite. Er hat Taten begangen, die so abscheulich waren, dass sie tausende von Jahren später immer noch nicht vergessen sind. Weil du immer wieder darauf rumhackst, ja. Er hat den Tod verdient. Und eure Aufgabe ist es, ihn zu töten. Nein. Bis er tot ist... Nun, es tut mir leid, aber wir würden unseren Eid als Klingen verraten, wenn wir euch weiterhin helfen würden. Willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? Alter! Nee, ich töte Parthornax sicher nicht. Ich habe übrigens jemanden, der zu euch Klingen gehören möchte. Das Seid ist mal eine andere sicher? Sache. Wer bei uns Mitglied werden will, muss einen Eid ablegen, dass er sein altes Leben hinter sich lässt und von nun an hier bleibt. Ja, ganz sicher. Die Klingen brauchen neue Mitglieder. Ist nicht so, dass er das entscheiden könnte. Ich entscheide das für ihn. Nun gut, er sieht für mich wie ein Kämpfer aus. Ich nehme ihm den Eid ab. Das würde ich ihm nicht abnehmen. Wenn ihr weitere Kandidaten findet, bringt sie her. Er ergibt sich einfach seinem Schicksal. Und sie zündet ihn an. Noch eine Sache noch. Parthornax hat den Tod verdient. Was Parthornax angeht. Eure Wahl, Drachenblut. Ihr seid entweder für uns oder gegen uns. Only the Sith deal in absolutes. Warum soll er sterben? Ganz grob gesagt, er hat Alduin geholfen, unsere Vorfahren zu versklaven. Am Ende mag er Alduin verraten haben, doch das macht es nur schlimmer, nicht besser. Wir dürfen Parthornax keine Gelegenheit geben, im Gegenzug uns zu verraten und zu seinem alten Herrn zurückzukehren. Aber warum sollte er das tun? Vielleicht rede ich mal mit Parthornax darüber. Die ist aber auch fies. Was hat die denn gegen den armen Parthornax? Ich rede mal mit ihm. Vielleicht kann er das regeln. Der ist doch so ein Vernünftiger. Hals der Welt. Na, da kriege ich doch gleich so einen Hals, kriege ich da, ey. Soll ich den Armen einfach umbringen? Der war doch nett zu mir, da hat mir nichts getan. Wenn er mich angreift, klar, dann schneide ich ihn auf. Wie so ein Leberkäse. Aber, der war doch echt anständig. Parthornax, guck, da lungert er rum. Der sitzt da einfach ein bisschen und denkt sich so, oh Mann, da kommt der schon wieder. Der blöde Steffen. Ja, Parthornax, erzähl doch mal. Graham Yolok, seid gegrüßt. Das stimmt, das stimmt. Die Klingen sagen, ihr hättet verdient zu sterben. Die Klingen tun gut daran, mir nicht zu vertrauen. Was? Onika Niof, ich würde einem anderen Dover nicht vertrauen. Warum sollten sie euch nicht vertrauen? Dorf Wachlan Fachel. Ach so, alles klar. Wir wurden geschaffen, um zu herrschen. Der Wille zur Macht liegt uns im Blut. Auch ihr spürt es in euch, oder nicht? Das war alles, was ich gespürt habe in mir. Vertrauen. Ich weiß es, aber sie wissen es nicht. Unikan Niof Dovar. Es ist immer klug, einen Dovar zu misstrauen. Ja, guck, aber ich vertraue dir doch. Ich habe mein Wesen nur durch Meditation und lange Studien des Weges der Stimme unterdrückt. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht versucht bin, zu meinem angeborenen Wesen zurückzukehren. Sin Krevorwut se Suljek. Ja, ja, das verstehe ich natürlich. Was ist besser, als gütiges Wesen geboren zu werden oder das Böse in euch durch große Anstrengungen zu überwinden? Ich wüsste gar nicht zu sagen, ob eins davon besser oder schlechter ist. Die Drachenfeste wurde erbaut, um einen Drachen einzusperren? Ja, das war vor langer Zeit, müsst ihr wissen. Damals gab es mehr von uns. Wie viele? Bevor 17? Die Gynike, 19? Die Akaviri kamen und all meine Seema töteten. Ich habe ihn damals gelegentlich besucht,
fast wahnsinnig geworden durch Einsamkeit und Gefangenschaft. Tiras, sie war's. Er erinnerte sich nicht einmal an seinen eigenen Namen. Das ist ein bisschen kacke, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie er gefangen wurde. Aber der Bronjun, der Jarl, war sehr stolz auf sein Schoßtier, Park. Schoßtiere sind auch cool, muss ich sagen. Seither ist die Hofkasiun als Drachenfeste bekannt. Und da werden feste Drachen gefeiert. So, kommen wir mal zum Punkt. Ich muss einen Weg finden, wie ich einen Drachen zur Drachenfeste locken kann. Irgendwelche Ideen? Ja, über diese Frage denke ich schon lange nach. Warum? Ich hatte dich gerade erst gefragt. Mora. Ich habe die Stimmen von Alduins Verbündeten im Wind gewittert. Pogan Nachlas, Vokri Wachjun. Es gibt einen, an den ich mich gut erinnere. Odawing. Er kann uns sagen, wohin Alduin verschwunden ist. Odawing. Wir kennen also seinen Namen. Und wie bitte soll das dabei helfen, ihn in die Drachenfeste zu locken? Ah, ich vergaß, wie wenig ihr von dem Dorf wisst. Unsere Namen sind immer aus drei Rotmulag zusammengesetzt. Worte der Macht. Versteht ihr? Paar. Turnax. Ein Tum. Ein Schrei. Dein ja. Name ist ein Drachenschrei. Sag das doch. Und dann kann ich also seinen Namen einfach rumbrüllen? Aber warum sollte er kommen, wenn man ihn ruft? Gute Frage. Er ist nicht gezwungen zu kommen. Aber die Dorf sind von Natur aus stolz. Nur wenige könnten einer solchen Herausforderung widerstehen. Besonders von euch, Dovaki. Kann ich verstehen, ich bin ja ziemlich rad. Aber Odawing, er ist eigensinnig, Musik, unbesonnen. Das ist Musik in meinen Ohren, ja. Selbst unter dem Dorf war er dafür bekannt. Aha, und er dann? Er wird der Herausforderung durch eure Stimme nicht widerstehen, Dovakin. Er wird kommen. Nun hört seinen Namen. Odawing. Wittert ihn im Wind. Ah, ich wittere ihn schon. Odawing. Odawing. Schmeckt ihn in eurem Zoom. Odawing. Odawing. Schnee, Drachenruf. Flügel, Drachenruf. Erlerne den Schrei, mit dem er Odawing rufen kann. Und stelle Odawing eine Falle. Das müsste ich ja nach Möglichkeit in Dings machen, in der Drachenfeste, ne?